Hallo? 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 Komm, dann reden wir jetzt. Vielleicht hat er jetzt Zeit für uns. Ach so, funktioniert. Ja, ja. Hallo, Alex. Hi ho, hi ho. Willst du Ärger? Na komm schon, sing doch mit. Hi didel-didel-do. Mann, hast du ein Glück, dass ich... Das scheint nicht zu funktionieren. Na gut, dann machen wir mal ganz kurz, da würde ich mal ganz kurz hier auf die Fernbedienung gehen. Und die Goal, mach mal die Lady Goal. Vielleicht können wir die zu einer romantischen Gondelfahrt einladen. Meep. Hä? Huh? So, hallo Goal. Hm? Himmel, du schon wieder. Du gibst wohl niemals auf, was? Tja, damit muss man halt leben, wenn man mich kennt. Wie mit der ständigen Angst vor gefährlichen Körperverletzungen. Genau. Besser als ansteckende Krankheiten. Romantisches Essen? Das mit der Gondelfahrt kriegen wir noch irgendwie gebacken, aber eine Gurke ist jetzt kein romantisches Essen, glaube ich. Kann ich dich für ein romantisches Essen begeistern? Eine Einladung zum Essen? Wirklich? Vielleicht ist ja doch noch ein Funken Anstand unter diesem speckigen Mantel. Erst das Essen. Meinen Anstand kannst du später noch auspacken. Was ist das für ein Restaurant? Ist es dort sauber? Restaurant? Ich dachte eigentlich an eine extra Portion Erdnüsse. Die sind doch umsonst, oder? Wenn man von den Arztkosten absieht, ja. Sauber. Oh, das vergisst. Okay, das kennen wir leider schon. Warte hier. Warte hier. Ist das ein... Natürlich. Gut. Eine Klappe. Ja, genau, das kennen wir schon. Kommt, Alter, die Gurke der Erkenntnis. Sie sieht hungrig aus. Ich sollte sie zum Essen einladen. Aber noch nicht zu Erdnüssen, Mann, du Idiot. Können wir die vielleicht in den Eimer geben? Das kann ich auch ohne Eimer. Ich mag das Gefühl, wenn es lose in... Ja, scheiße. Ich meine, besser als nix, ne? Huch. Ich erzähle ja später von meinen heldenhaften Beutezügen. Erst einmal muss ich dafür sorgen, dass sie mit zu Doc kommt. Ja, aber dafür muss sie doch erstmal was essen. Vielleicht kann ich mit meiner Antenne angeben. Ich erzähle ja später erst... Na gut, okay. Tja, mit dem Essen einladen, das wird schwierig. Ich weiß nicht genau, wo wir was zu essen kriegen. Kann ich gegen die Jukebox treten? Nee. Ein Lied wünschen geht es wahrscheinlich auch nicht. Das Paarungslied der Schrottkrabben, Schrottlawinen-Tarantelle. Ja, dann ist das lustige Lümmeltütenlied eigentlich nur das Richtige für eine romantische Gondelfahrt, oder? Tote Tauben würde auch noch gehen. Ja, vielleicht können wir da doch noch ein bisschen rumprobieren. Jetzt aber erstmal verlassen. Ja, aber wie kommen wir weiter? Entschuldigung. Hm? Du schon wieder. Jo. Ach, ich würde wirklich gerne bei euch mitmachen. Mach dich nicht lächerlich. Was könntest du uns schon anbieten? Okay, das kenne ich alles schon. Verwegenheit. Ah ja, ich soll ja irgendwie die Katze rasieren oder so, ne? Ich werde schon bald bei euch mitmachen. Du wirst schon sehen. Verzieh dich. Ich komme auf dich zurück. Was auch immer. Können wir eigentlich den Becher hier vorne nehmen? Nee, oder? Nee, das ist nur Boso, okay. Ich laufe schon wieder ein bisschen ratlos durch die Gegend. Ich merke das schon. Ich hoffe nur... Schnauze! So, ich hoffe nur, wir werden hier nicht allzu lange, nach Klein-Venedig, allzu lange rumhängen. Hier haben wir noch ein Boot. Das muss noch aufgehen irgendwie. Haben wir hier eigentlich noch einen Wisch? Hier, da, ist das? Guck mal da oben. Nee, doch nicht. Ich dachte, das wäre vielleicht wieder so ein Zettelchen. Haben wir hier irgendwas, was aussieht wie ein Puzzleteil? Das hier ist bestimmt kein... Nee. Ich krieg trotzdem drauf, auch wenn ich sage, ist bestimmt kein Puzzleteil, nur vorsichtshalber. Hatten wir ja schon mal, dass es dann doch eins war. Aber ich sehe hier auch sonst nichts. Hier sind lustige Augen. Da ist ein großer Lolli. Ach nee. Wenn jemand zuguckt, kann ich nicht. Du, was schleichst du hier rum? Meinst du etwa mich? Natürlich meine ich dich. Oder hast du noch einen unsichtbaren Kumpel dabei? Ha, wenn ich einen Kumpel dabei hätte, wäre der bestimmt nicht halb so unsichtbar wie ich. Denn ich bewege mich unauffällig wie ein Ninja. Ninja! Ja.
Von wegen. Bei deinem Getrampel würde ich dich selbst dann noch bemerken, wenn du durch den goldenen Drachen der Unsichtbarkeit aus Gilligans Gadget Shop getarnt wärst. Ha, was ein echter Ninja ist, der braucht doch keine Gadgets. Ich kann mich jederzeit mittels meiner geheimen Stealth-Kräfte in Luft auflösen. Dann tu das bitte. Ich will dich hier nicht mehr sehen. Verstanden? Verdammt, können wir nicht das Periskop mit irgendwas abhängen oder vielleicht einen Eimer drüber tun? Ach nee, wenn... Ja. Wenn jemand zuguckt, pipapo. Abschrauben geht bestimmt auch nicht. Eine Kurbel, weiß ich auch nicht, wozu wir die brauchen. Eine Gurke reinstecken, also ins Periskop natürlich, wird auch nicht funktionieren. Das ist hier zum Waffenladen. Der Alten könnte man vielleicht eine Gurke anbieten. Die sieht so einsam aus. Hier ist noch eine Turnierhand. Hier ist, ja nicht, hier war aber noch was, Waffenladen. Die Karte. Wieso drücke ich eigentlich nicht die Leertaste? Ich glaube, mehr gibt es hier auch nicht. Turnierhand, Karte, Periskop. Kann man das Periskop? Nee, kann man nicht. Und mit dem können wir auch nicht quatschen. Gehen wir mal zum Waffenladen. Vielleicht haben wir hier noch was. Haben wir hier einen Zettel übersehen? Beim Doc müssen wir natürlich auch noch gucken. Ich sehe hier aber partout erstmal ja nicht. Ich wollte das gar nicht im LP machen. Jetzt suche ich ja doch nach diesen Zetteln. Verdammt. Blöde Herausforderung. Und hier gibt es auch noch die Tür und das Rohrventil. Was macht das Rohrventil eigentlich? Macht das zu? Na super, jetzt ist das Rohr zu. Aber gebracht hat es mir gar nichts. Ich lasse es wohl lieber erstmal auf. Und ich behalte das für den Fall der Fälle im Hinterkopf. Natürlich, ich verstehe. Mit der Alten irgendwas quatschen, was Neues geht wahrscheinlich auch nicht. Verfluchte Sektenmitglieder! Ist es denn wirklich so schwer zu verstehen? Wenn ich euren Heiland wirklich mit Absicht ans Kreuz genagelt hätte, dann wäre er bestimmt nicht nach 2 Tagen wieder... Was willst du denn schon wieder? Okay, ach Mensch. Du erinnerst mich irgendwie an meine Freundin. Zumindest an ein bestimmtes Drittel von ihr. Ist sie so fett? Ich meinte eher ihren temperamentvollen Teil. Fett und zickig also. Ich geh dann mal wieder. Und wehe, du gehst mir nochmal auf die Nerven. Bei der haben wir einfach keinen Schlag. Höchstens in die Fresse, aber das gilt nicht. Tja, sonst gibt es hier nichts. Nein. So, dann kommen wir hier Richtung Doc. Ich frag mich immer noch, was es mit diesen Nestern auf sich hat, verdammt. Und das hier, ist das ein Zettel, oder? Nein, das ist kein Zettel. Das hier auch nicht. Das da auch nicht. Aber wir haben ja noch eine Menge vom Spiel vor uns. Ich kann ja jetzt nicht in jedem Bildschirm hier einen Zettel finden. Das wäre vielleicht auch ein bisschen zu viel des Guten. Das Schnabeltier, weiß ich auch nicht, wo wir das locken. Ich drücke hier nochmal auf die Leertaste, ganz gewitzt. Der Ofen. So schön viel Potenzial für ein feierliches, alles verzehrendes Feuer. Ah ja. Ich habe das Gefühl, ich mache die ganze Zeit nur das Gleiche und komme nicht wirklich weiter. Geröstete Erdnüsse? So hervorragend sich das hier auch als Brennstoff eignen würde. Dies hier ist ein Kohleofen. Außerdem hoffe ich damit irgendwo noch mehr Schaden anzurichten. Das Schlimme ist, das glaube ich ihm sogar. Rauf, da geht's nur rauf. Was hat's mit diesen Eiern auf sich eigentlich? Das frage ich mich ja die ganze Zeit schon. Und diese komische Maschine hier. Ich fass nicht an, was andere schon im Hintern haben. Ich rühre grundsätzlich nichts an, was hier... Mimi. Können wir vielleicht mit dem Eier sammeln, mit dem Eimer sammeln? Ich rühre grundsätzlich... Ach. Das muss doch irgendwie möglich sein, die Eier zusammenzukriegen. Dann können wir vielleicht für Goal ein leckeres Essen kredenzen. Ein Omelette oder sowas. Damit der Gurke die Eier rausfingern, ist natürlich auch... Ich rühre grundsätzlich... Wobei, Gurke, Eier, das ist alles sehr schäbig hier. Das wird nicht funktionieren. Und das Schnabeltier müssen wir auch noch irgendwie... Aber das können wir nicht benutzen, das Schnabeltier. Das hängt zwar runter, aber... Und das ist die Airbag-Kiste. Können wir die aufschrauben? Sonst können wir dann gar nichts mit der benutzen. Aber vielleicht können wir dafür sorgen, dass es keine Airbags mehr gibt. Ich habe keine Ahnung, wozu Airbags überhaupt gut sind. Die gehen doch immer als erstes kaputt. Nee, ich glaube, das wird nichts. Dann gucke ich mal bei Doc nach.
Hier, wo der alte Cleverbite damals noch war, da haben wir noch einen weißen Eimer mit weißer Farbe. Können wir was abfüllen? Wahrscheinlich nicht. Ich bin gerade ein bisschen ratlos, ne? Dann schon eher schwarz. Mit so aufgeklebten Flammen vorne an der Seite. Und vielleicht ein Drache mit einer Streitaxt. Du sollst nicht deinen Wagen färben, sondern den Eimer. Guck mal, eine Gurke der Erkenntnis. Dann schon eher schwarz. Mit so ja, okay. Das wird doch nix hier alles. Können wir das hier vielleicht? Dann schon eher mit und vielleicht. Oder vielleicht die abgelaufenen Pillen? Dann schon eher mit. Ich bin verzweifelt. Zettel haben wir hier sonst gar nicht. Es gibt auch immer wieder diese Sackgassen, ne? Wo man dann irgendwie reinkommt und nicht so richtig weiterkommt. Ich quatsche auch zu viele, kombiniere zu wenig, glaube ich. Hier ist auch kein Zettel. Ich suche schon wieder nach diesen blöden Zetteln. Ich verfluche euch für dieses Puzzlespiel. Ist das hier zufällig? Nein. Das auch nicht? Nein. So, vielleicht können wir mit Doc quatschen. Vielleicht weiß der noch was für unser... Eine Lösung für unsere Probleme. Hallo nochmal. Ah, Rufus. Wie kommst du voran? Ungefähr gar nicht. Ach Mensch, jetzt geht's ja weiter. Hast du den Airbag des Gondolieros repariert? Yep. Schon erledigt. Es steht sogar schon der nächste Ersatz auf dem Anleger vor dem Laden. Ich frag mich allerdings immer noch, wie das passieren konnte. Garantiert steckt ein kriminelles Genie dahinter. Ich tippe eher auf blinden Vandalismus. Aber ich will mich nicht beschweren. Ohne blinden Vandalismus könnte ich meinen Laden gleich dicht machen. Ein Hoch auf die blinden Vandalen. Da ist doch Rufus eigentlich gut fürs Geschäft. Wie ging das gleich mit dem Datasettenwechsel? Benutzt die Fernbedienung, wenn du nah an ihr dran bist. Damit trennst du kurzzeitig ihr Bewusstsein von ihrem Körper. Je nachdem, welche Datasette gerade in der Fernbedienung liegt, wird dann ein neues Bewusstsein in die Datasette in ihrem Implantat geladen. Während das Bewusstsein, das sich vorher in ihrem Hirn befand, erst im Äther gepuffert und schließlich auf die Datasette in der Fernbedienung aufgespielt wird. Cool. Okay. Normalerweise fragen mich die Leute an dieser Stelle eher, ob das nicht gefährlich ist. Tja, ich bin halt nicht so ein Weichei wie die anderen. Ich meine ja nur, wegen bleibender Hirnschäden und so. Im Gegenteil, ich bin lässig. Der lässige Sheriff Rufus mit seiner tödlichen Fernbedienung des bleibenden Hirnschadens. Oha. Bester Freund ever. Was ist schiefgelaufen? So wie es aussieht, hat dir Gilligan die falschen Datasetten angedreht. Dieser Verbrecher. Golds Bewusstsein ist jetzt auf die drei Datasetten verteilt. Auf jeder Datasette sind unterschiedliche Aspekte ihres Charakters abgespeichert. Passt schon. Kennst du eine Facette eines Charakters, kennst du sie alle. Jein. Okay. Welches ist denn die echte Goal? Nun, jede einzelne und keine. Ja. Wie bei der Zucht von Mimikry-Wombats. Was? Nein. Die drei Goals sind jeweils Teilaspekte der echten Goal. Aber die Summe ist mehr als die einzelnen Teile. Also doch wie bei den Wombats. Die Biester vermehren sich wie wild, wenn man nicht aufpasst. Was? Nein, egal. Sagen wir einfach, wir brauchen die Kooperation von allen drei einzelnen Goals. Ohne ihre Zustimmung kann ich sie nicht wieder zusammensetzen. Das musst du mir nicht sagen. Auf diese Weise habe ich mal fast einen Finger verloren. Verfluchte Mistviecher. Alter, der ist so durch einfach nur, der Typ. Okay, wir müssen also für die romantische Goal müssen wir irgendwie ein Essen veranstalten, romantisches. Für die kämpferische müssen wir also vermutlich im Schnabeltier, Bataka. Im Schnabeltier, Bataka oder whatever müssen wir die besiegen. Und für die kindliche müssen wir zum Schwerverbrecher werden. Also mehr als sonst schon. Die Frage ist nur, wie wir all das hinkriegen. Gnarf. Wir müssen Goal unbedingt wieder hinbekommen. Ich arbeite ja dran. Überzeuge du sie einfach, dass sie sich der Operation unterzieht. Also, alle drei Versionen von ihr. Benutze die Fernbedienung, um die Datasetten zu wechseln. Ja. Wenn du alle drei überzeugt hast, schick sie zu mir ins Labor. Na klar. Den Rest erledige ich dann schon. Gut. Wenn sich alle drei Persönlichkeiten in Rufus verlieben, aber das wird ja sowieso niemals passieren. Warum müßigen Gedanken verschwenden? Nette Praxis. Oh, danke, Rufus. Ich hätte sie zwar etwas anders eingerichtet, aber trotzdem ganz nett. Ach, ich weiß.
Die Abschirmung des Generators resoniert ungünstig mit dem Induktionsfeld der Magnetbandspulen am Hauptkondensator. Ja. Aber was würdest du machen? Bei Oszillationsfrequenzen von teilweise über 6 GHz bei gleichbleibenden 30 Tesla. Tja, was schon. Ich würde den Generator etwas nach links rücken. Aber könnte das bei der Feldstärke nicht gefährlich sein? Ich würde nur ungern aus Versehen einen Neutrino-Stern in meiner Praxis erzeugen. Ja. Du weißt doch, worüber wir hier reden, oder? Natürlich weiß ich das. Und ich bleibe dabei. Weiter nach links. Tja, wenn du meinst. Ist dir sonst noch was aufgefallen? Ich würde sagen, Werkzeug ausbohren. Was ist das für ein seltsamer Apparat nebenan in der Schleuse? Spiel ja nicht daran herum. Es ist Teil eines Experiments, totes Hirngewebe durch gezielte Stromstöße zum Leben zurückzuerwecken. Leider gibt's ein paar unangenehme Nebeneffekte, die ich noch nicht beseitigen konnte. Und die wären? Das elektrische Feld ist so stark, dass sich der Raum um den Generator faltet. Und die Falten bekommt man nur ganz schlecht wieder raus. Die Frage ist aber, wohin der sich faltet und wohin man dann teleportiert wird. Oder man wird ja nicht teleportiert, man geht ja einfach durch die Raumfaltung hindurch. Man findet sie am ganz anderen. Hatten wir in Minecraft Let's Play übrigens auch schon das Thema, Raumfaltung. Das Wort oder die Kombination totes Hirngewebe macht mir ein bisschen Angst im Zusammenhang mit Goal. Kann ich mir Werkzeug von dir ausborgen? Bedien dich ruhig. Ich muss hier ohnehin nur noch ein paar Feinjustierungen vornehmen. Und dafür brauche ich nur Hammer und Kaugummi. 1A. Hab ich beides nicht, tut mir leid. Wofür ist die Tiefkühltruhe? Da bewahre ich Ersatzgehirne für meine Operationen auf. Und meine Lunchbox natürlich. Aber im Moment ist sie leer. Viel Eis, keine Hirne und nichts zu futtern? Das sind ja Zustände wie bei einer Modenschau. Ach, schön. Meine Praxis war cooler und größer. Wirklich? Die im Haus deiner Ex-Freundin? Ja, nicht nur größer. Es haben auch mehr Sachen geblinkt. Und sie hatte auch mehr von diesen Dingern da, neben der Tür. Lichtschalter? Genau. Okay. Ich werd dann mal wieder. Tu das. So, jetzt haben wir eine Menge hier. Guck mal, da ist noch so ein Dingens. Ja! Habe ich so beim Gespräch gerade gesehen. Mal ganz kurz hier beim Puzzle gucken. Extras. Hier das Puzzle. Na, das wird doch langsam. Rrr, miau. So, schnell wieder raus. Gehirne. Wo kriegen wir denn Gehirne her? Wie ist denn das bei euch, wenn ihr so auf die Straße geht und braucht gerade ein Gehirn? Wo holt ihr die her? Was ist das, ein Schalter? Für die Tiefkühltruhe wahrscheinlich. Hm. Aha. Schalter. Ah ja, tiefgekühlt. Können wir nicht die Gurke tiefkühlen vielleicht? Ich weiß, ich bin verzweifelt. Ich komme darauf zurück, wenn ich ein paar Eiswürfel für meinen Drink brauche. Ja, ein Gehirn kriegen wir nicht wirklich irgendwo her, ne? Und den Rest hier einfrieren, Pillen einfrieren, das ist sinnlos. Vielleicht hier so eine Sardelle kann man vielleicht noch, Ich komme darauf... Natürlich kommst du das, natürlich. So, wieder zumachen. Ich könnte mal auch auflassen, aber das treibt die Heizkosten in die Höhe. An die Schublade kommen wir, glaube ich, nicht, solange das alte Knickerauge da uns hinterher linst. Und hier können wir also totes Hirngewebe. Da gibt es also doch noch Hoffnung für Rufus. Ob da wohl Saft drauf ist? Spiel nicht an den Geräten herum. Wenn du nicht aufpasst, könntest du ein Wurmloch erzeugen. Ach, was soll so ein kleiner Wurm schon für Schaden anrichten mit seinem Löchlein? So, können wir irgendwas aufladen, was wir haben? Ein Haken zum Beispiel. Huch. Ein wenig mehr Power kann hier bestimmt nicht schaden. Spiel nicht, wenn du nicht... Mecker, mecker. Wie war? Okay, Haken aufladen geht nicht. Vielleicht die Kurbel aufladen oder... Warte, warte, die Antenne. Ein wenig mehr Power kann... Spiel, wenn du nicht... Mecker, mecker. Aber echt? Kann man überhaupt irgendwas aufladen? Und hier ist noch eine Uhr? Es ist Zeit für ein weiteres brillantes Manöver. Plus minus 10 Minuten. Okay. Habe ich ja noch nicht Zeit. Nicht nötig. Ich habe alle Zeit, die ich... Ich habe leider nicht alle Zeit, die ich brauche. Ich komme nämlich langsam arg in die Bredouille. Können wir hier vielleicht einen Kuckuck füttern? Mit den Verzweiflungstaten warte ich lieber bis zur letzten Sekunde. Dann wirken sie einfach besser. Mann, stell mich nicht bloß. Das sind keine Verzweiflungstaten. Das sind die Ideen eines Strategen. Vielleicht können wir ja den Kuckuck auf Drogen. Mit den Verzweiflungstaten wird... Ja, ja, verdammt. Ich bin so ratlos. Gibt's hier noch ein Puzzleteil?
Nee, oder ich sehe es einfach nicht. Na gut, gehen wir mal raus. So, hier gibt es, glaube ich, auch kein Puzzleteil. Die habe ich, glaube ich, schon gescreent oder ich bin einfach zu blind. Was bei den kleinen Dingern natürlich auch nicht weiter verwunderlich ist. Scheiße, wir sind immer noch keinen einzigen Schritt weiter, ne? Schon die ganze Zeit sind wir keinen Schritt weiter. Ich überlege gerade, ob ich ein bisschen offscreen weiterspielen soll, damit ich das Let's Play nicht auf 100 Folgen hochpumpe. In den Hafen, dunkle Gasse, Bellevue. Die Karte bringt uns auch nichts weiter. Bringt uns nichts weiter. Doc, Bellevue, zurück. Klein Venedig, Industriegebiet. Tja, Freunde. Ist das hier eigentlich ein Zettel da? Nee. Nee, ist es nicht. Okay. Wir müssen irgendwie Verbrecher werden. Wir müssen auch... Ja, wir müssen auch irgendwie hier dem Club beitreten. Ich weiß aber nicht wie, verdammt. Dazu müssen wir irgendwie die Katze von der Alten rasieren. Wir haben aber weder einen Rasierer dabei, vielleicht mit dem rostigen Haken. Geht natürlich auch, aber wo ist die Alte? Die müsste auch im Geheimversteck sein, wo wir nicht reinkommen. Im U-Boot. Und dazu brauchen wir aus dem Gadget-Shop diese Giraffendingens. Dann gehe ich mal in den Hafen und dann in den Gadget-Shop. Vielleicht kommen wir ja doch irgendwie an das Ding ran. Hallo, Maus? 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 Ach nee, jetzt geht's wieder. Warte. War die Maus ganz kurz weg? Goldener Drache der Unsichtbarkeit. Fass mal an, los. Aham. Ist ja schon gut. Ich will den goldenen Drachen haben. Das ist er also. Der goldene Drache der Unsichtbarkeit. Er ist noch schöner, als ich ihn mir vorgestellt habe. Nehme ich zumindest an. Kann ich den Typ nicht mit irgendwas bestechen? Kann ich vielleicht den fernbedienen? Die Datasetten, die du mir angedreht hast, waren der letzte Rotz. Wenn Sie unzufrieden mit Ihrem Produkt sind, gibt es eine zweimonatige Rückgabegarantie. In diesem Fall wäre das ein kompletter Satz von lustigen Captain Dodo Stickerbildern. Wow, echt jetzt? Warten Sie, die Datasetten sind bereits beschrieben. Damit ist Ihre Rückgabegarantie leider erloschen. Verdammt! Aber das sind coole Raubkopien von C64-Spielen drauf. Würden wir vielleicht eine Gurke der Erkenntnis? Es tut mir sehr leid, mein Herr. Wir akzeptieren nur Bargeld oder Organspenden als Bezahlung. Müssen es eigene Organe sein? So steht es in der Geschäftsordnung. Verdammt! Mist, sonst hätte ich vielleicht das Gehirn irgendwie, ne? Ich denke ja immer noch an dieses Gehirn, was man da vielleicht ins Eisfach oder mit den Elektroden, pipapo. Vielleicht ein Nüsschen? Es tut mir... Ich bin ein bisschen verzweifelt. Bargeld. Wo kriegen wir denn Bargeld her? Und haben wir hier noch einen Zettel irgendwo? Fällt mir gerade ein. Zettelchen irgendwo? Na? Kein Zettelchen. Das ist aber doof. Diese Froschmütze hätte ich auch gerne. Dass man den nicht anklicken kann, schade. Shoppomat. Herzlich willkommen in Gilligan's Gadget Garten. Es bedient Sie Ihr Shoppomat 2000. Wie kann ich Ihnen helfen? Das Lustige war, in den 90ern war das immer cool, irgendwas mit 2000 zu sagen. Shoppomat 2000 oder... was weiß ich, Airbrush 2000, Air Jordan 2000, was weiß ich. Und jetzt haben wir irgendwie 2012, fast 2013, das 2000 natürlich ein bisschen Retro, ne? Goldener Drache der Unsichtbarkeit? Es ist schwer zu glauben, aber er ist da. Ein schönes Gerät, reich verziert. Und seine Kräfte sind unvorstellbar. Aber wagen Sie es ja nicht, ihn anzufassen. Ich glaube, ich kann mich gerade noch zurückhalten. Gut. Eigentlich ja gar nicht. Ich will diesen... Ich bin da mal wieder weg. Beehren Sie uns bald wieder. Natürlich. Ich will diesen Drachen haben. Kann ich den nicht fernsteuern? Es tut mir... Verdammt. Ich kann nichts machen. Ich bin unfähig. Ich bin es nicht wert, dieses Spiel zu spielen.
Lottomat, da muss es doch irgendwie... Lotto spielen hat nichts mit Glück zu tun. Der Lotto... Wir haben auch keine Lottozahlen, wir haben ja nichts. Nichts haben wir. Der Hauptgewinn ist eine voll funktionsfähige Torpedoausrüstung. Oh Junge, so eine wollte ich schon immer haben. Nein, ich will Geld haben, ich will den unsichtbaren Drachen kaufen, weil dann komme ich nämlich weiter. Dann habe ich schon mal einen Hinweis oder habe ich schon mal so eine Ahnung, wie ich weitermachen könnte. Saftpressenhut will ich auch haben, Anti-Schwerkraft, Socken wären super. Und natürlich die Sonnenbrille der ewigen Dunkelheit wäre auch ganz toll. Ich will alles haben, ich will alles haben. Und ich will natürlich auch eine Banane entkrümmen. Aber woher nehme ich die Banane? Warte mal. Ich habe eine krumme Gurke. Das könnte das nicht eventuell auch so testweise? Mit diesem Gerät lassen sich ausschließlich Bananen entkrümmen. Was ja bereits nützlich genug ist. Ja, das auf jeden Fall. Gerade Bananen. Sind deliziös. Ich weiß jetzt aber echt nicht. Ich bin am Überlegen und ich habe keine Ahnung mehr, was wir noch machen sollen. Ich glaube, ich spiele gleich mal ein bisschen offscreen weiter. Damit ich euch nicht so lange hinhalten muss mit meiner Ahnungslosigkeit. Insel Spelunke, Generator. Marktblatt, hier. Notenblatt, Airbag. Was ist das denn da? Ach, ist die Gondel. Okay, da ist die Kiste. Und das mit den Eiern ist mir auch noch so ein Rätsel. Das ist nicht hilfreich! Tja. Ich glaube, das lustige Lümmeltütenlied wird nicht sehr romantisch werden. Tja, da bin ich mal sehr gespannt. Kann ich nochmal aufs Klo gehen eigentlich? Ich muss natürlich erstmal nach unten. Vielleicht finden wir noch was am Klo. Ich weiß, ich bin sehr verzweifelt. Die Taten eines verzweifelten Mannes aufs Klo gehen. Nein, nie wieder. Nie wieder. Okay, das tut mir leid, Rufus. Es tut mir leid. Kann ich die Kerze vielleicht im Dunkeln nehmen? Lasst bitte die Kerze in Ruhe. Sie ist das Einzige, was hier drin für Licht sorgt, wenn der Generator mal wieder ausfällt. Okay, aber eine völlige Dunkelheit nützt uns ja leider auch nichts. Ich glaube, ich mache mal ein kleines Päuschen gerade. Speichern! Heute mal ein bisschen früher als sonst. Wie spät ist es jetzt gerade? 1.27 Uhr. Guck dir das mal an. Das wird immer früher mit den Aufnahmen. Ist ja ein Traum. 7.10., 10.10., 16.10. Da habe ich ja noch lange Spaß mit dem Spiel. So, und wir sehen uns wieder in der nächsten Aufnahme. Dann habe ich hoffentlich ein bisschen mehr Plan. Ich probiere jetzt mal ein bisschen rum. Aber das mache ich jetzt nicht mal in der Aufnahme, weil sonst, Alter, wir hängen jetzt hier schon wieder 4 Aufnahmen in der Gegend rum. Das muss nicht sein. Vielleicht mache ich ja mal 2 Folgen draus mit Überlänge oder so. Wegen akuter Ratlosigkeit. So, wir sehen uns hoffentlich gleich wieder und dann werde ich das Spiel so wegpownen einfach. Naja, wahrscheinlich nicht. So, tschüss!